Kinder. Auf dem YouTube-Kanal von der Grundschule Schönberg findet ihr das Video zu der Geschichte von Juri, dem Weltraumpilot, die ich euch da vorgelesen habe. Vielleicht habt ihr sie auch schon gehört. Und heute möchten wir passend zu Juri noch eine Kleinigkeit basteln. Und zwar sieht das am Ende dann vielleicht bei euch auch so aus. Das ist ein Raumschiff oder eine Rakete zum Pusten. Ein ganz lustiges Spiel, haben wir zu Hause schon ausprobiert und hatten ganz viel Spaß dabei. Ich erkläre euch kurz, wie das funktioniert und was ihr braucht. Einmal braucht ihr dicke, lange Strohhalme, am besten die, die nicht umknicken. Dann braucht ihr eine Schere. Ihr braucht Klebestreifen und eure Buntstifte zum Anmalen. Und dann natürlich den Bastelbogen, den ihr in der E-Mail findet. Der ganze, der sieht dann so aus. Da habe ich euch einmal den Juri draufgesetzt, der in seinem Raumschiff fliegt. Es sind zwei verschiedene Raketen zu sehen und sogar eine kleine fliegende Untertasse. Hier könnt ihr in das Glas von der Untertasse auch noch jemanden hineinzeichnen. Ich habe hier den Zykloklops aus der Geschichte reingemalt. Ihr dürft natürlich auch euch selber zeichnen oder ein anderes lustiges Marsmännchen, was ihr möchtet. Das Ganze habe ich hier schon fertig und dann habe ich mich noch entschieden, dass ich auch noch die Rakete basteln möchte. Die sieht bei mir dann so aus. Ich habe die angemalt und habe in dieses kleine Schildchen oder Kästchen, was da ist, auch noch meinen Namen reingeschrieben. Damit das Ganze ein bisschen stabiler wurde, habe ich hinten noch das Ganze auf einen Karton geklebt. Das kann einfach ein kleines Stück Karton aus der Restekiste sein oder ein Stück von einer alten Cornflakes-Packung oder sonst was, was Mama vielleicht zu viel hat. Dann ist das Ganze etwas stabiler. Damit die Rakete jetzt mit dem Strohhalm zusammen auch einen Flieger ergibt, brauchen wir noch ein Stückchen Papier. Hier habe ich euch unten schon mal ein Kästchen vorgezeichnet. Das muss nicht genau diese Größe haben, ihr könnt da auch anderes Papier für nehmen. Das spielt gar keine Rolle, es ist nur hier drauf, damit ihr ungefähr wisst, wie groß das Ganze sein sollte. Das schneiden wir dann aus. Und dann können Mama und Papa euch gerne helfen, wenn ihr das Ganze hier um das Röhrchen legen müsstet. Da muss man das nämlich so festhalten und herumdrehen. So in die Richtung. Damit das jetzt zu bleibt, kleben wir da einfach ein oder zwei Stücke Klebstreifen drauf. Und dann ist das Ganze schon fertig. Ich klebe unten noch ein Stückchen. So. Und dann haben wir hier so ein kleines Rohr gebastelt, auf das genau unser Strohhalm drauf passt. Damit jetzt die Luft, die wir da reinpusten, aber nicht vorne wieder rausgeht, muss man das Ganze hier einmal am Ende, einmal oder sogar zweimal umfalten, gut festdrücken und dann habe ich auch wieder ein Stückchen Klebstreifen genommen, um das Ganze zu fixieren. So bleibt es nämlich oben zu. Und dieses Röhrchen mit dem geschlossenen Ende, das kleben wir jetzt einfach hinten auf unsere Rakete auf. Dazu habe ich wieder Klebstreifen genommen. Einfach mal hinten fixieren, nicht zu fest platt drücken, denn dann passt der Strohhalm nicht mehr rein. Das Ganze fixieren, also hier am Ende schön locker lassen, damit der Strohhalm reinpasst. Und schon ist unsere Rakete zum Fliegen fertig. Wir stecken einfach nur noch hinten den Strohhalm rein. Ihr braucht den wirklich nur so ein Stückchen reinzustecken, also nicht ganz bis oben. Da muss man ziemlich feste pusten, damit es funktioniert. Ein kleines Stück reicht. Und schon kann man die Rakete fliegen lassen. Auf die Plätze, fertig und los. Vorführeffekt, noch ein Versuch. Wow! Da kann man natürlich auch ein kleines Wettrennen mit veranstalten. Wer schafft es am weitesten? Fliegt vielleicht das UFO sogar noch weiter? Probieren wir das auch noch aus mit dem Zykloklops am Steuer. Lassen wir den auch noch fliegen. Auf die Plätze, fertig und los! Wow! Ja, der hat es auch geschafft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und beim Raketen fliegen lassen. Vielleicht schickt ihr uns mal ein Foto oder sogar ein Video von euren gebastelten Sachen. Da freuen wir uns drüber. Und dann sage ich noch Tschüss und bis nächstes Mal. Tschüss.